Hallo Jungs, schießt ihr eigentlich noch? Die schießen ja gar nicht mehr, da müsste ich sie rausholen vielleicht. Raus! So, schnell verlassen, die Hütte. Ja. Ihr schafft's, ihr Männchen, ihr schafft's. Einer noch, na komm. Ja, sehr schön. Schön auf dem Hügel, so leicht abschüssig. So, und da hinten ist nochmal... Ach, mitgenommen. Linieninfanterie. Ich wollte nicht zur Artillerie da hinten hin. Aber... Attacke! Jetzt geht's ums Ganze. Oh, Vorsicht. Aber der General lebt immer noch. Aber das war's jetzt, glaube ich, gleich. Ja, die hauen ab, das ist auch besser so. Ah, jetzt haben wir den General verloren. Okay, besorgt über Armeeverluste. Alles klar, wir haben uns wacker geschlagen, finde ich. Das war eine ziemlich heftige Schlacht. Knappe Niederlage. Ja, wir haben 1099 Feinde getötet, er nur 732. Und wir bekommen vielleicht sogar noch ein bisschen was von der Armee zurück. Also er hat deutlich höhere Verluste als wir, ja. Ja. Mal sehen, was das Fallen gemacht hat an der Spanienfront, also hier in Westfalen. Ja, der war erfolgreich. Das ist ja schön. Kannst du das in die Luft jagen? Ja, oh, sehr schön. Ah, okay, der wurde exekutiert. Aber, oh, Sabotagemission. Der ist besser geworden. Ja, der General ist tot. Das weiß ich selbst. Wesley konvertiert. Oh, ja. Ja, hier sind viel übrig von den Jungs. Eigentlich könnten wir die Truppen nehmen, um die jetzt einen nach dem anderen... Platz machen. Und alle können dann mal nach St. Petersburg wieder. Und ein paar neue Truppen können wir auch nochmal rekrutieren. Vor allem sowas hier. Ja. Hm, das sieht gut aus. Ah ja, das wird auch nochmal aufgerüstet. Haben sie es versucht? Nee, aber sie belagern es. Das finde ich schon mal ordentlich. Wir versuchen es mal. Sieg! Ha! Uns gehört sie jetzt und Westfalen ist natürlich ein wenig pikiert. Oh, minus 19. Ja, das liegt an dieser scheiß Uni. Gut. Also, da haben wir es schon mal geschafft, die Spanier zu vertreiben. Und ich fände es ja echt sympathisch. Jawohl. Wenn wir das ja auch noch irgendwie den Holländern oder so hinkriegen. Was sind die Holländer im Krieg? Ja. Gut. Also ich würde ja sehr gern Frieden mit denen haben, ne? Das ist klar. Und ich muss ja auch noch hier, Curaçao. Was sage ich denn? Anderer Schauplatz ist ja auch noch da. Die Marine.
Holt mal unsere Truppen ab. Die Armee hier drin kann mal komplett in den Hafen gehen. Die Marine greift an. Schön. Hier ist noch in einer Runde dann Stockholms Slot fertig. Das ist dann richtig gut. Hier sitzen wir auch immer noch fett drin. Oh, und die Russen mussten natürlich jetzt durch diese ganzen Schlachten viele Truppen aus der Hauptstadt abziehen. Hier ist nicht mehr allzu viel. Ihr seht diese Truppen, das sind überwiegend schlechte Truppen. Und, oh, nur eine. Oh, das ist ja fast schon verlockend, jetzt anzugreifen, ne? Ah, das sind zu wenige, weil ja auch noch Bürger dazukommen. Und hier ist auch eine Riesenarmee. Aber immerhin sind die Russen, schon... Hier ist auch noch eine Armee. Die eigentlich auch nochmal weg muss. Hier haben wir ja unsere Truppen. Und hier auch. Und die müssen eher an die Front. Und auch mit General, bitte. Danke. Dann könnten wir die sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge schicken, würde ich sagen. Kosaken, Linieninfanterie, Leibwache des Generals. Ja, so starke Truppen sind das da nicht. Und die lassen wir erstmal da, wo sie sind. Okay. Genau. Gut. Artilleriefonds. Missionar. Wie sieht's hier aus? Oh, 100% protestantisch. Ja, dann können wir ja die da mal irgendwie nach Moskau schon mal schicken. Und hier mal ein bisschen agitativ tätig werden. Wie sieht in Warschau aus? Oh, immerhin schon 19,2% Protestantismus. Und ich würde sagen, in Bialystok machen wir auch mal so einen Protestantenkram. Oder irgendwie nochmal Industrie. Ich weiß es auch nicht. Königsberg ist auch echt 6.624 Provinzwohlstand. Nicht schlecht. Hier ist die Flotte. Mach ich irgendwo unsere Elite-Armee. Da. Die muss natürlich jetzt eigentlich mal nach Osten. Da fehlen zwar noch ein paar Truppen. Vor allem die ganz großen Elite-Heinis. Ja, ihr könnt damit anfangen. Oh, Lebensmittelkonservierung. Oh. Ja, gut. Hier ist noch die andere Flotte. Ja, soll ich die abholen oder soll ich warten, bis die jetzt riesig ist? Also bis da noch, die Garde-Infanterie dabei ist. Mache ich besser. Ich warte besser, bis das eine richtig gute Armee ist. Und hier haben wir auch schon eine sehr, sehr gute Armee, ne? Mit den Truppen und